Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LPN dran und wir fahren fort mit Let's Play Okami HD. In der letzten Episode haben wir erfahren, was in Kamui hier so vor sich geht. Das Lechku und Nechku, die heiligen zwei Gipfel des Isofuji, oh, die Perle, eingenommen haben und hier das Land in einen Kühlschrank verwandeln. Ein Kühlschrank, in dem niemand leben kann. Oh! Oh, wie cool. Guck dich mal das an. Wir haben eine Amishni-Statue gebaut. Yay, guck mich mal an. Yay, das ist süß. Und wir haben auf einige... Ja, wir sind auf alte Kumpel, Kollegen getroffen. Und naja, so das Übliche. Was ist hier denn? Was steht denn da? Ich kann das nicht lesen. Ich gehe da rein und guck mal, was da los ist. Oh, Alter. Oh, die Yuri-Sensei? Oh, sieh an, wer da ist. Sei gegrüßt, mein kleiner Wolfsfreund. Was zur Hölle? Nicht du schon wieder? Kannst du dir nicht einen Ort aussuchen, wo du den Dojo betreiben willst und dann auch dort bleiben? Ich habe es doch bereits erklärt, oder? Egal, ob es eine einsame Insel in den Wellen des Meeres ist oder der kahlste Gipfel eines Berges. Ich ziehe auf dem Weg des Kriegers durch das ganze Land. Wow, du nimmst das aber ganz schön ernst, Mann. Und dabei hatte ich gedacht, dass du dich hier ausruhen würdest. Dein Gesicht verändert sich total, wenn du zum Geschäftlichen kommst. Oh, und was hat dich hierher gebracht? Suchst du schon wieder meine Anleitung in der Kunst des Kämpfens? Ja, Sturkopf. Oh, das kaufen wir zuerst. Oh, also hast du dich dazu entschieden, dich weiter in der Kunst des Kampfes zu üben? Ich schätze, ich habe keine Wahl. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen und dir erlauben, in diesem Dojo zu trainieren. Aber ich muss dich warnen. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Und Onigiri-Sensei wird zum feurigen Onigiri-Sensei. Oh yeah. Ein Hoch auf dieses Spiel. Oh, bist du mental darauf vorbereitet, dich in der ultimativen Herausforderung zu stellen? Tritt ein und wir werden dich testen. Kein Problem, Onigiri-Sensei. Ich habe schon wieder eine Nachricht bekommen. Ich glaube, ich sollte öfter Let's Playen, dann würde ich viel mehr Nachrichten bekommen. Oh, dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Göttertechnik Sturkopf trainieren. Nimm dir diese Tipps zu Herzen und erinnere dich daran, während wir trainieren. Sturkopf, Göttertechnik-Tipps. Schreck nicht zurück, drücke einfach die Quadrattaste. Dein Kopf wird zu Stahl. Nicht einmal Eisenblöcke können dich jetzt noch aufhalten. Mit ein bisschen Übung entwickelt sich der Sturkopf weiter und wird stärker. Sei ein starker Kopf. Lass nicht zu, dass dir etwas im Weg steht. Nun, hast du alles verstanden? Ja, ich glaube, das war ziemlich straightforward. Ich gewähre dir diese Technikschriftrolle. Lies sie, wenn du vergessen hast, was es heißt, ein Krieger zu sein. Technikschriftrolle, yay! Diese Technik kann nur von den Besten gemeistert werden. Es ist nichts, das man einfach so lernen kann. Du musst die vorausgesetzte Fähigkeit haben. Trainiere, bis deine Muskeln schmerzen. Dann trainiere noch mehr. Jasol. Bonk. So. Duff. Hehe. Ja. Oh ja, Göttertechnik Sturkopf. Jetzt können wir alles, was wir mit unserem Schwert zerschlitzen, also mit Kraftschrift zerschneiden können, auch mit unserem Kopf kaputt machen. Buff. Also ich meine jetzt nicht so Bambus, so Bäume und so, sondern halt Steine, Eisenblöcke und solche Dinge. So. Und wir haben das jetzt einfach gelernt. Ciao, ciao. So. Das ist wohl genug, was? Hör zu, Wolf. Erfahrung ist wünschenswert. Nie den Willen, bla bla bla. Ich weiß, das sage ich immer, aber ich muss es dir jedes Mal reinprügeln. Ja, wir wissen das. Wir wissen das. So, ich will auch andere Techniken. Ich sehe, du bist noch immer hier, mein wölfischer Schüler. Möchtest du weiter an deinen Kampfkünsten arbeiten? Das will ich. Riposte. Oh, heiliger Falk. Oh, jetzt werden die ganze Episode im Dojo bleiben. Ich sehe es schon. Also hast du dich dazu entschieden, dich weiter... Ja, haben wir schon alles gesehen. Einmal zeige ich es euch, den Rest skippen wir einfach mal. Muss ja nicht sein, dass wir das alles ständig sehen. So. Dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Göttertechnik Riposte trainieren. Nimm dir diese Tipps zu Herzen und erinnere dich daran, während wir trainieren. Riposte Göttertechnik-Tipps. Drücke vorsichtig die R2-Taste.
Wenn du das machst, dann weichst du dem feindlichen Angriff nicht nur aus, sondern du nutzt auch noch deinen Schwung und führst einen Gegenangriff auf den Gegner durch. Nutze dies, um eine gefährliche Situation in einen Vorteil umzuwandeln. Nun, hast du alles verstanden? Ja. So, danke. Ah, genau, jetzt dürfen wir Riposte trainieren. Genau. Wir machen einfach das. Wuhu! Ist quasi... Es ist ziemlich cool. Wir weichen aus, aber wir greifen dabei auch an. Oh Mann. Ich liebe dieses Wort. Riposte. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Seit Spell Force 2 habe ich es immer so ausgesprochen. Ja, und natürlich kriegen wir nichts dafür. So. Das ist quasi Göttertechnik. Da sagt er nicht, okay, genug. Wenigstens glaube ich nicht, dass er das sagt. Ich glaube aber nicht. Oh yeah. 96. 99. So. Okay, Leute, jetzt haben wir auch Riposte gelernt. Wuhu! Ja, das ist schön, das ist schön. Also gut. Na, ist wohl genug, was? Ja, 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 ja. Das wissen wir. Wissen wir schon, wissen wir schon. So, dann kommt jetzt doch der göttliche Adler. Hallo. Oh, ich immer noch hier. Gut, gut, dann lehre ich dich weitere Dinge. Heiliger Falke. Genau. So, also, ja, gut, halt habe ich keine Wahl. Dann will ich nochmal trainieren. Ganzer Tag Training. So, dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Göttertechnik Heiliger Falke trainieren. Nimm dir diese Tipps zu Herzen und bla bla bla. Heiliger Falke ist eine Weiterentwicklung von Heiliger Adler. Drücke die X-Taste, um zu springen, und drücke sie dann noch einmal, um höher zu springen. Heiliger Falke verbessert die Angriffskraft. Diese Technik macht aus dem Sprung einen aggressiven und starken Angriff. Na und, hast du alles verstanden? Jo, easy. Danke für die Schriftrolle. Seht ihr? Einmal springt nichts, aber beim zweiten Mal werden Dinge angegriffen. So. Und wieder raus und dann wieder noch was Neues lernen. Hm, das war genug. Erfahrung, wünschenswert, Willen, nicht vergessen. Ja, toll. Jetzt haben wir nämlich genug Geld und wenn wir schon hier sind... Oh, du schon wieder? Hm, ja, der weiß ich. So. 5 Finde, Kugel Armageddon, 4 Schnitt. Schwertstanz. Ja, und brauner Zorn kostet 2 Millionen Yen. Ihr seht das. Ihr seht das richtig. Ist so. Wir werden Schwertstanz erlernen und die Schwerttechnik 4 Schnitt. So, ja. Dann werden unsere Schwertangriffe eh alles umnieten, was es gibt. Also wir werden basically noch unbesiegbarer sein, als wir es ewig schon sind. Aber ich muss sagen, die Schwerter da... Wie heißt das im Englischen? Glaive? Keine Ahnung. Lass uns mit dem Training beginnen. 4 Schnitt. So. 4 Schnitt Schwerttechnik-Tipps. Drücke die Quadrattaste, um den Angriff zu beginnen. Drücke dann wiederholt schnell die Quadrattaste. Achte auf das Timing. Wiederhole das, bis du 4 aufeinanderfolgende Schwerttreffer gelandet hast. Umso länger du die Quadrattaste gedrückt hältst, umso stärker werden die Angriffe. Mit dieser Technik werden verheerende Angriffe möglich. Schneide den Feind in kleine Stücke. Spalte den Feind in 2 Hälften. Nutze deine Technik, um den Bösen eine Lektion zu erteilen. Nun, hast du alles verstanden? Jo. Danke für die, ja. So, jetzt seht ihr. Einmal aufladen, zweimal aufladen, dreimal aufladen. Jetzt können wir doch sogar noch ein viertes Mal aufladen. Und nach dem vierten Mal sollte jeder normale Gegner spätestens platt sein. Hm, nicht schlecht, weiter so. Okay. 1, 2, 3 und 4. Und das vierte Mal macht immer so viele Treffer und... Stell dich vor, man hat's voll aufgeladen. 4. Treffer. Der Gegner ist zerstört. Nicht aufgeben. Streng dich mehr an. So. Oh Gott, ich liebe das Schwert. Bonk. 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 Seht ihr einfach nochmal extra 5 Treffer? Ah, sehr schön. Hm, ist das alles, was du zu bieten hast? Hoffentlich stürze ich nicht, dass wir die ganze Episode im Dojo hängen werden, aber es ist halt wichtig. Ich will euch ja alles zeigen. Ich werde natürlich auch die anderen Techniken lernen, aber nicht jetzt. Sobald wir noch Schwerttanz haben, werden wir weiter Kamui erforschen. Und dann wird Geld gesammelt,
um brauner Zorn zu werden. Ja, lass deinen Kriegergeist hell leuchten. So, aber jetzt haben wir viele Upgrades. Jetzt werden unsere Kämpfe noch einfacher. Wir wollen ja noch in das eine Dorf da. In das Dorf der Oina. Gut gemacht. Wuhu. Das reicht jetzt. Sehr beeindruckend. Du hast mir deinen Kriegergeist gezeigt. Du darfst diesen Geist nicht vernachlässigen. Trainiere jeden Tag, um ihn zu stärken. Du kannst jetzt gehen. Zeige diesen verdorbenen Kreaturen die wahre Natur eines Kriegers. So, und jetzt gibst du mir natürlich noch einen Snack. Nom nom, danke. Und tschüss, Typi. Der hat sogar ein Papierfetzen auf das Gesicht geklebt, damit es wie ein Monster aussieht. Oder so wie so einer von den Imps. Das genug. Ja, wir wissen es. Nicht vergessen. Erfahrungen zu gewinnen ist wünschenswert, das stimmt. Immer noch? Gut, ich bin langsam müde. Nein, eigentlich nicht. So, Schwertanz. Und Schwertanz ist wirklich am teuersten. Oh, also hast du dich dazu entschieden, nochmal zu trainieren? Gut, gut. Dann hinein mit dir. Ich weiß nicht, was das hier jetzt gehen will. Kann man das überhaupt? Keine Ahnung. Dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Göttertechnik Schwertanz trainieren. Nimm dir diese Tipps zu Herzen und erinnere dich daran, während wir trainieren. Schwertanz Göttertechnik-Tipps. Rüste dich für diese Technik mit Schwertern als Haupt- und Nebenwaffe aus. Beide Schwerter werden einer Vergrößerung der Macht unterzogen. Knurre drohend, während du die Feinde mit den Schwertanz niedermachst. Nun, hast du alles verstanden? Jo. Nun dann, ich gewähre dir diese Schriftrolle und so weiter. So. Verstehe sie mit deinem Körper wie mit deinem Geist, Ongar. Ich habe auch nicht, dass es hier halt noch was bringt. Also, ihr seht, unser Schwert leuchtet viel heller. Oh, gut gemacht. Das reicht jetzt. Sehr beeindruckend, du hast mir deinen Kriegergeist gezeigt. Du darfst diesen Geist nicht vernachlässigen. Trainiere jeden Tag, um ihn zu stärken. Du kannst jetzt gehen. So, das sagt er auch immer. Okay, ihr seht, wie hell unser Schwert leuchtet, ne? Also, ich freue mich schon auf den nächsten Kampf. So, das war's jetzt die Hälfte der Episode im Dojo verbracht. Gut, gut. War's voll genug. Erfahrung in einer Fähigkeit zu gewinnen ist wünschenswert, aber du hast nie den Willen zur Selbstverbesserung. Das stimmt, das stimmt. Ohne den Willen zur Selbstverbesserung kann man nichts wirklich raffen. Man wird nicht besser, das stimmt. Deshalb, Leute. Huch. Hab ich da irgendwas? Ach nee, das war nur der verschneite Baum. So. Fischen werden wir dann auch später erst wieder. Mann, aber ich liebe Kamui. Die Musik in Kamui ist so schön. Hey, Typies. Seht euch die Macht des Schwerttanzes an. Komm schon. Ich mach deine Masken platt. Und dich gleich dazu. Oh. Aber guckt euch mal an, wie hell unser Schwert jetzt leuchtet. Einfach baff. Zerstört. Oh, wir haben relativ viel Geld ausgegeben. Naja, die 2 Millionen hergeben wird auch nicht einfach sein. Aber durch braunen Zorn bekommt man 3 Dämonenzähne. Und, oh, eine Perle, die aber keine verstreut ist. Gut, gut, das stört uns nicht. Im Gegenteil. Kann ich das jetzt auch zerwerschen? Nein. Kann ich nicht. Gut. Oh, was steht da? Zum Dojo. Ah. Steht sogar. Da. Schlitz. Gut. Ich glaube, ihr verbergt doch auch irgendwelche Dinge. Solche Dinge. Ach, sind das die Brocken von da oben? Cool. Was kommt jetzt? Ein Kampf? Oh Gott, diese Dinge. Ja. Böse Iglus. Komm schon. Also die funktionieren genauso wie die anderen Chimärenbiester. Man muss einfach quasi das Ding zerstören. So. Ich glaube nicht, dass Zerschlitzen euch exorziert. Nee. Bei euch ist es auch Feuer. Verdammt.
Also, ich kann natürlich in Erfahrung machen, ist klar, aber trotzdem, verdammt. So. Ich glaube, nachdem ich das gemacht habe, werde ich heute einige Dinge scannen. Ich kann mein Zeichen. Habe ich nämlich längere Zeit nicht gemacht und. Komm schon. Oh! Vergiss es! Komm schon. So. Wir machen einfach mal verlangsamen. Zack. Zack. Kann ich dich noch wegwehen? Ja, gut. Okay, ich sehe dich, du Hund. Komm schon. Oh, wo bin ich denn? In deinem Rücken und ich habe dich platt gemacht. Oh, verdammt. Aber ihr seht jetzt, warum ich das so cool finde. Ja, ich wurde einmal getroffen. Elende Hunde. Was wollte ich? So, ihr seht jetzt. Bonk. Zerstört. Mann. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Kamui so liebe. Man kriegt einfach so viele coole neue. Oh, ein Bär. Hey, Bär, warte, warte, warte. Ich muss dich füttern. Isst du Fisch? Du isst Fisch. Ein komischer Bär. Mit richtig dicken Hüften, aber gut. Was soll's. So. Plus 5 Glück. Oh, ich habe wieder so viel Glück. Genau da oben ist eine Konohana-Blüte. So. Der Doktor und das liebe Vieh. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hier können wir durch. Füttere 50%, 90% der Tiere oder sowas. Da hinten ist noch was versteckt, aber hier oben war doch... Ja, da. Da war das Kleeblatt. So. Ich muss wirklich mal gucken, was diese... Upla. Achievements sind. Weil bei einigen ist es easy, ja, Rest in Peace, Tobi und so. Ich glaube, wissen wir es. Und das mit den Pinselgöttern auch. Aber das andere... Ah, hier kommt man nur mit der doppelten Kirschbombe durch. Also Kirschbombe 2. Boom. Glaube ich. Oder? Ja, gut. Wir haben noch Zeit, wir gehen da noch rein. Jo. Und mein Handy ist auch aufgeladen. Sehr schön. Ah, wieder so ein schönes Glücksding. So. Also hoffentlich kann ich euch da noch einige Dinge zeigen. Also so aus dem Bauch heraus zeigen, meine ich nicht von wegen. Ich wusste doch, dass das hier war. Verdammt. Wo ist das denn jetzt hin? Weil ich weiß, ein Ding zu erreichen war es richtig schwierig. Da habe ich auch Tage... Also nicht Tage, aber ich habe relativ lange dafür gebraucht. Hoffentlich wird das im Let's Play anders. 530 Glück. Und hoffentlich haben wir dann auch genug Glück, um alles... Nee, das hatte ich bisher immer. Genug Glück, um alles abzugraden. Oh! Ah, oh, wieder eine Spendequelle. Aua, das wird jetzt wieder wehtun. So. Der Gott dieser göttlichen Quelle hilft jenen, die ein wenig Geld in die Quelle werfen. Wie auch immer, es ist noch nie was Gutes bei rumgekommen, wenn man zu viel Geld hat. Warum nicht Geist und Seele durch eine kleine Spende läutern? 300.000 Yen! Genau dafür braucht man das Geld. Genau darum kämpfe ich ständig. So. So. Ja, gut, komm. Ich weiß, es ist bei jeder Quelle dreimal der Höchstbetrag. So. Nein, ich will das hier machen. Aber ich glaube, dann kriegen wir jetzt diese eine... doch. Mann, sei doch nicht ganz so ein Geizhals. Mach eine großzügige Spende. Wie willst du sonst das Wohlwollen des Quellengotts erringen? Hm, ich singe ihm was vor. Nein. Ich habe einfach zu weit gedingselt. Komm schon. So. Und jetzt passiert etwas Gutes. Husch. Bakugami. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unser aller Mutter. Nur ein Herz so rein wie das deine kann die Finsternis durchdringen. Die Reinheit deines Herzens hat mich noch weiter gestärkt. Die zerstörerische Macht der drei Kirschbomben ist jetzt dein. Ich vertraue darauf, dass du sie mit Bedacht einsetzt. Nutze diese Kraft mit Bedacht. Bedacht, ja. So. Ja, Leute, das heißt, wir können jetzt drei Kirschbomben malen. Bakugamis Kirschbombentechnik ist noch stärker geworden? Hm.
Überleg doch nur mal, was du mit 3 Kirschbomben auf einmal alles machen kannst. Oh, probier's aus, Ami. Aller guten Dinge sind 3. Das stimmt. Und alle Episoden enden sind 20. Kirschbombe 3. So, Leute, ich danke euch schon mal fürs Zugucken. Und in der nächsten Episode... nehme ich jetzt noch eine auf? Ja, ich hab Bock zu. In der nächsten Episode werden wir dann weiter in Kamui rumschnüffeln. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.